Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Jahrestag der Aufdeckung des NSU war ja gestern vor 3 Jahren, also gestern der Jahrestag. Und ich glaube, was wir nach wie vor teilen, ist das Erschüttern, was es in der Bevölkerung gegeben hat, die Fassungslosigkeit darüber, dass eine rechtsterroristische Gruppierung über Jahre hinweg Menschen ermorden, Banken überfallen und eben auch Anschläge verüben kann, und das unentdeckt von den Sicherheitsbehörden, was eben auch das Versagen von Polizei, von Verfassungsschutz deutlich gemacht hat und was auch zu einem Vertrauensverlust geführt hat in der Bevölkerung, in die Sicherheitsbehörden in Deutschland. Ich glaube, diese Erschütterung, diese Fassungslosigkeit, die teilen wir nach wie vor. Der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat ja damals übrigens auf Druck der Grünen eingerichtet, ja viel an Aufklärung geleistet. Die haben 2 Jahre lang sehr intensiv gearbeitet, haben viele Fragen geklärt und besprochen. Und dennoch sind Fragen offen geblieben, Fragen, die auch Nordrhein-Westfalen betreffen, Themenkomplexe, die nicht ausführlich im Bundestag behandelt werden konnten. Und insofern haben auch wir uns als Grüne und als rot-grüne Regierungsfraktion dazu entschieden, ja, wir brauchen einen Untersuchungsausschuss hier in Nordrhein-Westfalen, insbesondere auch noch mal unter der Dynamik, die wir ja im April 2014 in diesem Jahr hatten, mit dem Tod des V-Manns Corelli und die Fragen, die damit im Zusammenhang stehen. Und insofern ist es richtig, dass wir diesen Untersuchungsausschuss hier in Nordrhein-Westfalen gemeinsam einrichten. Ich will noch mal eingehen auf die verschiedenen Themenschwerpunkte, die insbesondere aus grüner Sicht im Vordergrund stehen sollten. Das ist natürlich der perfide Anschlag in der Propsteigasse 2000 bzw. 2001. Und da sind Fragen, die wir haben, beispielsweise, wie sind die eigentlich auf die Auswahl genau dieses Lebensmittelgeschäftes gekommen, wo es ja von außen zumindest keinen erkennbaren migrantischen Bezug gegeben hat? Wer war eigentlich der Mann, der diese Bombe deponiert hat? Gibt das Hinweise auf ein mögliches Unterstützernetzwerk in Nordrhein-Westfalen? Ich glaube, das ist die Frage, die über alle Themenkomplexe drüber steht. Zweitens der Anschlag in der Kölner Kolbstraße. Vielen im Gedächtnis, in diesem Jahr haben wir ja auch den 10. Jahrestag in der Kolbstraße begangen. Auch hier sind Fragen offen geblieben, zum Beispiel, warum wurde schwerpunktmäßig in Richtung organisierte Kriminalität im migrantischen Milieu ermittelt? Was mussten eigentlich die Opfer erleiden an ständigen Verdächtigungen und Verhören? Warum wurde das Dossier des Bundesamts für Verfassungsschutz und auch die Hinweise der britischen Kriminalpolizei auf die sogenannten Copeland-Bombings in London eigentlich nicht wirklich in die Ermittlungen einbezogen, oder wurden sie einbezogen? Der Mord an Mehmet Kubaschik, der dritte Komplex vom 4. April 2006, welche Rolle spielten da vor Ort eigentlich die Neonazi-Aktivisten, zum Beispiel der Eudoxie Street Fighting Crew in Dortmund? Was ist dran an den Aussagen der Vertrauensperson der Polizei Heidi? Auch eine Frage, wie gehen wir eigentlich mit Vertrauenspersonen bei der Polizei um, nicht nur mit V-Leuten beim Verfassungsschutz? Und der V-Mann Corelli selbst, woran ist er tatsächlich gestorben? Was hat die CD zu bedeuten mit dem Kürzel NSU, NSDAP? Seit wann wussten die Behörden Bescheid? Ich glaube, das ist eine der dringendsten Fragen, die wir auch zu beantworten haben. Denn wenn es stimmt, dass diese CD schon 2005 zumindest dem Bundesamt für Verfassungsschutz vorlag, wäre damit die These widerlegt, dass die Sicherheitsbehörden erst seit 2011 den Begriff NSU gehört haben. Und insofern gehört diese Frage auch hier mit aufgeklärt. Wie aktiv war Corelli in Nordrhein-Westfalen, und gibt es auch darüber wieder Hinweise auf ein Unterstützernetzwerk zu NRW? Sie merken schon, das Unterstützernetzwerk wird uns begleiten über den ganzen Untersuchungsausschuss hinweg. Und deshalb haben gerade wir Grüne auch noch mal gesagt, wir wollen uns militante Strukturen eben in den 90er Jahren hier in NRW angucken, weil wir glauben, dass da ein möglicher Schlüssel hin zu der Aufdeckung eines Unterstützungsnetzwerkes liegt. Aber was ich auch wichtig finde, die Aufklärung ist immens wichtig. Aber ich denke auch, dass wir nach vorne gucken müssen. Was heißt das denn jetzt konkret für die Konsequenzen, für die Sicherheitsbehörden, für Polizei, für Verfassungsschutz, aber auch für die Justizbehörden? Auch da müssen wir hinschauen. Was heißt das konkret für die Polizeiarbeit? Wie können wir Polizei da auch besser machen, und zwar so gestalten, dass eben auch in einen möglichen rechtsextremistischen Hintergrund zukünftig ermittelt wird, dass es einbezogen wird und dass es eben nicht zu diesem Leid der Opfer kommen muss, dass sie über Jahre hinweg verdächtigt werden. Also wir wollen hier auch die Opferperspektive mit einbeziehen. Ich glaube aber auch, dass wir uns die Rechtsextremismusprävention angucken, und bin froh darüber, dass das eben auch Eingang in den Einsetzungsbeschluss gefunden hat. Denn es geht nicht nur um Repression, sondern auch die Frage, was können wir im präventiven Bereich machen. Und ich kann mich den Vorrednern ansprechen. Ich glaube, der große Wert im Bundestagspur lag darin, dass es eine große Gemeinsamkeit in der Arbeit gab. Diese Gemeinsamkeit und das gemeinsame Interesse
Interesse daran aufzuklären, habe ich, Herr Biesenbach, da kann ich Ihnen zustimmen, auch in der Vorbereitung so erlebt. Und ich hoffe, dass wir das so durchtragen können, auch in den nächsten 2 Jahren, dass wir gemeinsam aufklären. Wir werden sicherlich zum Teil auch zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Ich glaube, das ist auch in Ordnung, wenn wir das tun. Aber wenn das Interesse gemeinsam besteht, aufzuklären, ich glaube, dann ist das sehr wertvoll für die Arbeit. Und darauf setze ich. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schiffer.